Und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Pearl Nuzlocke Randomized Challenge. Together. Nein, ich bin das hier alleine. Level Cap für die vierte Arena ist auch immer noch 30. Gut, dass ich das nachgeguckt habe. Also hier, mein Imperator hat komplettes Kampfverbot bis zur Arena. Es darf kein Level-Up mehr bekommen. Und es wird davon hinausgehen, dass ich den Entwickler erstmal nicht anlege. Meine Pokémon sind schon im 29er Bereich. Ja, jetzt muss jedes Pokémon für sich selbst leveln. Hier ist dieser komische Fußtyp, der kontrolliert Fußabdrücke und dann sagt er dir, hast du was voll Tolles. Heftig. Ja, und ich habe gehört, dass René in der dritten Arena ist. Sind die Gerüchte wahr, die ich gehört habe? Vielleicht. Gott! Algeratina! Was geht? Ich hab gar keinen Bock mehr. Wie viel Defensive hast du? Zum Vergleich zu den anderen. Scheiße. Alter, du bist ja echt schlecht. Du hast viel KP. Gut, wiederum assistest du dir. Dann setzen wir ihm keinen Funkensprung mehr ein, sondern nur noch Donner. Kuribus sollte damit auch noch klar werden. Los, mein mächtiges Kuribo. Try mal, ob das mehr abzieht. Schlaf, du gehst aus dem Schlaf. Kein Quit, und nicht alle Werte steigern. Danke. Mit der Hypnose zurück. Das war's dann für das Laschoking. Yay, Laschoking. Ich mache hier gerade ein Beratina platt, falls ich das nicht erwähnt haben sollte. Libell dran. So, wo hast du das Pokémon überhaupt gefangen? Ja, mach ich wenig Schaden. Erstmal Traumfresser ein bisschen hoch rein. Ja, komm. Beratina schläft noch. Ich kann Traumfresser ein bisschen hoch rein. Gegenheilen. Alles kommt, schlaf noch. Rente. Jetzt kann ich dich mit dem Schattenstoß finishen, Giratina. Kuribo. So machen Kuribos. Wie Puppen. Kuribo. Yay. Darf mit Giratinas um dich zu werfen. Nein. Doch. Macht doch Spaß. Ja. Immer diese legendären Pokémon. Rück zu please. Irgendwas Nützliches mal in den TMs drin. Und was glaubst du? Große Kliffen, Stimme. Sehr lange. Kommt hier noch ein Trainer? Oh, ist es eine neue Route? Das ist doch scheiße. Wieso bin ich in einer neuen Route aktuell? Habe ich geangelt? Nee. Das ist die Welt, ah, das ist der Boden. Ja, er schlägt sich sogar selber. Ah, es geht langsam hier voran. Ja. Ich bin gleich in der Stadt der vierten Arena. Und. Wie weit geht du 213 jetzt? Sehr, sehr weit. Bis jetzt. Okay, ich kann mir ein Pokémon dort fangen. Oh, und am Kühnheitsufer kannst du auch noch mal eins fangen. Ja, das habe ich schon. Ich war jetzt am überlegen, ob die andere Route auch noch zu 213 gehört oder zu Ufer. Dann war ich mir da jetzt nicht 100% sicher. Aber dann können wir hier ein neues Teammitglied fangen.
mich hoch. Komm, schlag dich selber an die Welt, oder? Oh. YOLO! Dann sammle ich halt erst die Bären auf, bevor ich mit dem Pokémon fange. Eine Gau-W-Beere. Wunderschön. Gut, dann kommt es. Sehr gut. Ich kann es nochmal oh, treff doch Laterne. Niemals. Treffen ist was für Weicheier. Ja, Barbie. Boah, ich hätte so gern Wasser. Nee, Wasserflug brauche ich eigentlich gar nicht. Und unser Routen-Pokémon ist ein Togetic. Hab ich auch. Nein. Oh Gott, Ablati. Hypnose. Hypnose, bitch. Gut, das oh, du findest. Ich merke, du wirst jetzt gegen Togetic ersetzt. Yay. Metronom, Schwertanz. Ich stehe eigentlich jetzt nicht so auf Pokémon, die sich mit Schwertanzen hochboosten. Start mal lieber. Und die Geschäfte sollten mal wirklich mal bessere Bälle in andere bringen. Yay, Togetic wurde gefangen. Du heißt. Du heißt jetzt Eggman. Oh. Nee. Dauert's mir. Dazu. Schrägstrich Ekon. Kindwurm haben können. Oh. Das tut einen automatisch immer Seele weh. Hm. Auf dem Fahrrad aufsteigen, wieder absteigen. Ich weiß nicht, gib mir irgendwelche. So, endlich ist das die Welt dort weg, ey. Ich lass mir mal Zeit und spreche einfach mal mit allen Menschen, die hier. Blitzer, Blitzer. Schnauze, du. Mein Pokémon, die haben voll geile Ausstrahlung. Ich glaub, das macht Magnet. Ultraschall. Oh, Weißflaumen. Oh, Alter, jetzt hängt das auch noch mit Sandwirbel an, Alter. Irgendwie gehe ich gerade die Pokémon voll toll. Ich will auflockern. Dann fange ich mir direkt das nächste Team mit. Wie machen wir das in der Safari-Zone? In der Safari-Zone ein Pokémon oder pro Gebiet eins, das dort ist? Eins, das ist ja eigentlich ein Gebiet. Du gibst mir doch direkt das, was ich haben will. Danke. Eigentlich könnte ich ja jetzt schon wieder rausgehen. Na komm, lass uns im Matsch spielen. Und das Gebiet-Pokémon für die Safari-Zone ist ein Knospi. Okay. Hm. Soll mich nicht stören. Pflanze Gift ist okay. Du heißt Naruto, weil du später zu einem großen Ninja ranwärts. Okay. Damit habe ich. Oh. Okay, jetzt habe ich für. Oh, und gleich kommt der Rivalenkampf. Immer diese Pokémon, die mich treffen. Hm. Ja. Oh, ich noch mal. Ich
komm, Magnet, enttäusche mich nicht. Was ist mit dir los? Was triffst du immer? Oh, können wir jetzt eine vernünftige Bälle mal kaufen? Yes! Jetzt getroffen. Super. Wir können endlich Superbälle kaufen. Erstmal 20 Stück sind nicht mehr reichen. Wie viel Trink habe ich denn? Hat jetzt ein bisschen lange gedauert, dieser eine Trainer. Mal so 40 kaufen. Gott, ich habe kein Geld mehr. Geh arbeiten. Oder verprügel einfach andere Trainer. Das geht natürlich auch. Kann ich dann... Nee, ich muss dann dort hoch hin. Kann ich da schon vorher hin? Ich würde gern Togget... Na... Ich nehm erstmal Merkel mit und nehm Togget zu dann... Sollte hier nicht der Rivalenkampf kommen? Rivalenkampf? Okay, dann halt keinen Rivalenkampf für mich. Dann machen wir es anders. Dann gehe ich noch raus. So, dann gehe ich wieder hin. Wir müssen eben den kämpfen. Entwickelt sich Tom. Welchen Stein haben wir noch mal für die Seite? Barschbar. Barschbar. Wir haben zwei Funkelsteine. Gut gucken, was fliegt. Ja, das Barschbar war aber voll gefährlich. Oder ich warte erstmal mit Eggman. Raumschiff wäre auch keine schlechte Ecke. Christelia. Ich hätte auf den Schalter gehen können, und den Gegner ausschalten können. Okay, so ja. Gebt mir euer Geld. Oh Gott. Ich muss gegen ein echt schlimmes Pokémon kämpfen. Wenn du gegen Barschwer kämpfst, muss ich gegen Carpador kämpfen. Ich habe Barschwer schon besiegt. Ich habe leider mal einen Carpador. Das kann nämlich mit einem Angriff ausscheiden, aber ich habe ihn instant gekillt. Ah. Das hätte mich umbringen können. Das hätte alle meine Pokémon instant killen können. Einfach so. Ohne großen Grund. Hat's nicht getan? Ich konnte es gerade noch so aufhalten. Aha. Alle sehr stark verletzt und... Oh, glaub mal. Shiggy. Passt sogar für die... Hast du schon die Arena gemacht? Nee, ich bin gerade drin. Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht überlevel. Alter. Ja, da greife ich euch mit das andere Kirch ein. Alter, das war jetzt auch nicht Knorke. Ich hab ja super drin gekauft. Trifft mit Ultraschall. Aber bis jetzt sind alle Pokémon. Hör auf, Doppelteam einzusetzen. Bis jetzt sind alle Pokémon in der, oh, okay. Nicht mehr. Na komm, Snorlax. Du bist, wenn ich mich nicht täusche, eher defensiv. Gott, ein Abschlag. Jetzt kann ich meinen Expertenwood nicht nutzen. Damit der Zertrümmer weniger Schaden.
Gott, und überlebt noch einen Angriff. Alter. Schwert hat's in Tusch. Obwohl der Flammenwurf so geil wäre. Kramwurz. Och, Kravums. Ah, lieber den Bistück Step. So ah, und Step hat wieder ausgereicht. Gott, absurd, du bist schon wieder fast. Alle meine Pokémon sind so stark. Du darfst noch einen Trainer machen. Bitte hab kein Hytera mit. Aber ist nur kein Hytera. Okay. Lass mal wieder den Angriff steigern, den wir das sehen. Ist gut, dass das so ist. Auch wenn. Das war Level 30. Okay, ich darf jetzt Krebschor. Das kriegst du noch down. Nee, ist zu schwer. Okay, damit ist Krebschor down und. Fauler, du hast jetzt auch wieder Ketten. Du hast jetzt auch Kampfverbot. Muni! Nächster Angler. Es sind noch zwei Trainer. Natürlich. Ein Logo. Ja, warum nicht? Was sollte mir sonst entgegengeworfen werden? Keiner. Ich hab einen Sunfeeble abbekommen. Ruf irgendwas Pflanzen, ey. Gott, Muni ist jetzt auch Level 30. Ilia. Kuribo! Bandit! Wingo! Genau, das Alter, das ist sehr kontraproduktiv, wenn du mit Hypnose nicht triffst. Ist Wingo eher speziell defensiv oder? Meld sein Wingull ist gar nicht defensiv, es ist schnell. Philippa ist physisch defensiv. Wie Säure. Okay, Laterne. Was machst du? Ja, ist ja nicht so, als ob Elektro die Vierfachschwäche wäre gegen das Viech. Kaum erlangt. Komm, man kann doch wahrscheinlich Drachen. Muss ja nicht alles immer machen. Aha, Sankram. Schattenstoß. Gut gemacht, Laterne. Ich bin stolz auf dich. Ich hatte Angst vor Drachenwut gerade. Wieso? Macht doch nur 40 Damage. Genau, das ist das Problem. Das macht genau 40 Damage. Gut, ich hatte mehr als 40 KP, aber. Wäre es viel schneller gewesen. Ja, was dann? Dann wären es vielleicht 80 KP gewesen und so viel KP hatte mein Pokémon aber nicht. Okay. Volbeat. Das solltest du einfach darum machen. Das gibt wahrscheinlich nicht viel Erfahrungspunkte für Level 31. Alter! Du hast mich einfach voll viel Erfahrungspunkte. Los, Natsu! Du musst das absolut killen. Hat der Papunga eigentlich als erstes Ereignis oder als letztes? Ja, Papunga als erstes. Okay. Deswegen kann ich mich an das auch noch erinnern. Gott, das Tür. Jetzt ruckzuckiebe ich um. Ich wollte dich ruckzuckieben und er hat mich ruckzuckiebt. Laterne. Ich hab. Fuck, ich hab nicht aufs Pokémon geachtet. Goribo! Oh, ein Schwalbini. Okay. Nein, das kann ich nicht mit Schattenstoß finishen. Muss ich zweimal. Warum willst du gegen Happy antreten? Wäre cool. Nee, du trittst gegen Laterna. Nein, ich will gegen Happy antreten. Happy ist aber nur Level 6. Pokémon Center, ja, nein, ja, nein. Machst du auch gerade den Arena-Leiterkampf? Ach, dann gehe ich glaube ich noch zum Pokémon Center. Mach ich mal im nächsten Part. Kann ich noch ein Teammitglied fangen und überlegen, wie ich gleich meine Routen plane.
Yes, gut gemacht. Und da ich glaube, ich will noch ein Pokémon fangen. Also das probieren wir nochmal nach vorne. Das Aerodactyl schläft. Ist süß, hässlich. Stirb! Wir gehen nach unten. Bitte? Na, scheiß auf Ether. Aerodactyl ist verwirrt. Aerodactyl setzt Brüller ein. Alter! Aerodactyl Level 25, kann das eine Steinattacke? Das weiß ich nicht. Laterne, du trittst gegen das Aerodactyl an. Wenn das Aerodactyl dich will, dann muss es einfach. Du wirst das zwingen. Okay. Jetzt hau dich selber, Aerodactyl. Oder setz Agilität ein, das ist mir. Warum darf ich schlafen? Ich wollte, dass du schläfst. Ah, du kriegst sogar keine Wirkung. Los! Ja, es kann eine Steinattacke. Okay, Ball auf Busanna. Busanna will nicht. Ich will doch ein Spiel. Nein, darfst du nicht. So, das war's dann für das Aerodactyl. Warum setzt sich nicht Raumfresser eigentlich ein? Was ist eigentlich die Besonderheit an Antikraft? Es kann zu einer 10%igen Chance alle deine Werte boosten. Wow. Ich kenne deine Füße. Erreicht Level 24. Ich kenne deine physische Verteilung, Rosanna. Ich kenne auch deine. Moment, ihr erreicht Level 26. Happy erreicht Level 7. Yeah. Krampsche. Nee, Laterne. Oh yeah, Sun wurde gefangen. Ich hab schon einen Namen für dich. Fachbau hat ein bisschen was ab. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Rosanna, Julie. Yes, es ist paralysiert. Ehren! Mehr Beeren. Ach, so. Ich weiß gar nicht, ob ich... nächsten Part, wenn ich es gut anstelle, zwei Arenen machen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und bist mit deinem Kampf fertig? Noch nicht. Ich werde das aber noch in den Part reinbringen. Ist mir egal, machen wir ein bisschen Überlänge. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zum zum Arena-Leiter und wir sehen uns im nächsten Part. Falls ihr mehr hören wollt, noch ein paar Minuten, könnt ihr beim René noch weiter gucken. Weil ist halt so. Ah, Electek. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.